Schnell, ja? Schwimmen. Nix. Oh, so weit geht's. Ich weiß, wie man da anschaut. Jetzt sogar füllt. So, die Wasserwacht hat gerade wieder abgelegt. Das heißt also, gehen wieder in Einsatz. Das nächste Rennen steht an und das wird das Finale des Around the River Raft Race 2014 in der Kategorie Frauenmannschaft sein. Und es haben folgende Boote hier die Qualifikation fürs Finale geschafft. Mit der Startnummer 1 die Unerschrockenen, die sich rekrutieren aus Mitgliedern des Veranstalters hier, des Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn sowie Mitarbeiterinnen des Optikers Die Brille. Mit der Startnummer 2 die Steger Design-Göttinnen von der Firma Steger. Mit der Startnummer 3 die SRAM Starlets von der SRAM Deutschland GmbH. Mit der Startnummer 4 die X-Mal Lady Seals vom Sponsor X-Mal Sports Fitness Health. Mit der Startnummer 5 tritt an, die treten an die Riedel Rafting Queens vom Riedelbau. Direkt daneben und in Blau dann die Glöckle Supergirls mit Geburtstagskind Martha Wolf an Bord, hat heute Geburtstag und kann sich den hier noch mit einer, ja vielleicht mit einem Finalsieg verschönern. Sehen wir mal. Dagegen haben auf jeden Fall die Enjoy Wildwasser Amazonen, was die starten ganz drüben auf der Bahn 7, haben zwar im Moment gerade so den Blitzstart. Aber die Enjoy Wildwasser Amazonen sind die Vorjahressieger und die Vorvorjahressieger. Und haben am heutigen Tag mit 4 Minuten 59 Sekunden als einziges Frauenboot die 5 Minuten Grenze unterbieten können. Aber ich sage Sie, bleiben hier von einem Boden nach wenigen Metern für die SRAM Starlets, die Damen von der aber noch sind die Boote dicht beieinander und in diesem Rennen haben wir auch wieder das volle Programm dabei. Das heißt also Wende nach 250 Meter und zurück wieder bis auf die Höhe des Weinkaffees. Und dort steht dann erst der Sieger fest. So, während die Damen auf dem Wasser sich um die ersten Plätze streiten, möchte ich bitte die offene Klasse in die Holding Area bitten, und zwar SKF Supercoole Franken, X-Mal Seals, RSV Mattenfüchse 1, Glöckle Superman, Edelweiß, OA Bataillon, Riedel Red Devils 2, bitte an zur Holding Area zum Aufstellen. Ich wiederhole nochmal: SKF Supercoole Franken, X-Mal Seals, RSV Mattenfüchse 1, Glöckle Superman, Edelweiß, OA Bataillon und Riedel Red Devils 2, bitte zum Aufstellen zum Endlauf. Ja, komm, komm, komm. Ja, schau mal her, die drehen viel früher. Die drehen früher? Ja. Ja. Ja, und wer war Hashtag? Ja, aber die sind so lange in den Verstand gedrückt. Wer ist politisiert? Das ist kein Problem. Alles ist wichtig. Also, Wasser macht sich doch vorne mit der Frage. Ja, aber nein, das ist ja genial. Ich wollte, dass ich mich nicht mehr so weit bin.
Ja, als erstes konnten die glückliche Supergirls wenden und das ging ganz flott und so haben sie die Führung auch nach der Wende noch weiter halten können. Also drüben in Blau die glückliche Supergirls mit Geburtstagskind Martha Wolf an Bord. Das könnte heute wirklich noch eine schöne Geburtstagsüberraschung werden. Aber ich warte hier noch auf den Schlussangriff der Enjoy Wildwasser-Amazonen, die doch heute im Vorlauf eine so super Zeit hingelegt haben. Als einzige Frauenmannschaft unter der magischen 5-Minuten-Grenze blieben. Und die arbeiten sich hier Stück für Stück ran. Gut dabei auch noch die Startnummer 3, die SRAM Starlets. Also vielleicht bringt der Name Starlets auch heute Glück, so wie schon in anderen Rennen. Startnummer 4, gut dran, die X-Man Lady Seals. Ab, Startnummer 5, die Riedel Rafting Queens, die zwischendurch mal etwas Steuerprobleme hatten, aber jetzt wieder eine schöne gerade Linie. Aber es sieht gut aus hier. Für die Glöckle Supergirls. Abweiser! Toller Rhythmus, genau bei Schein. Und noch 50 Meter. Abweiser! Sieh! Finale des Rally River Raftings. Sieh nochmal, weiter, weiter! Und jetzt kommen fast gleich auf Boot Nummer 7 und Boot Nummer 3.